zweimal heldenhaft. Helden, heldenhaft. Moin Leute von heute, was geht ab? Yes, ist am Start für euch, meine Freunde. Heute natürlich ein Opening von mir. 50 Vorratskisten habe ich selbstverständlich für euch gesammelt, nicht gekauft, wie ich das ja sonst auch in den anderen COD-Titeln nicht getan habe. Und heute ein freshes Opening für euch, ein Weihnachts-Opening. 50 öffnen wir. Ich muss mal kurz schauen. 49 haben wir und eine Winterbestechung. Da soll, glaube ich, etwas Besonderes drin sein. Und ja, frohe Weihnachten an dieser Stelle natürlich auch von mir und ich hoffe, ihr seid ordentlich beschenkt worden und wir starten jetzt auch gleich mit dem Opening und eine Sache werde ich auf jeden Fall noch ansprechen, später in diesem Opening und los geht's, meine Freunde, hoffentlich ist da was richtig Cooles drin, die erste Kiste, mal schauen, was da drin ist. US Wintermantel, nein, den habe ich schon und wir öffnen gleich hier links die nächste Kiste. Mal schauen, was da drin ist. 10 Minuten Waffen-EP, 10 Minuten EP, naja, nichts Besonderes. So, weiter geht's. Was mich auf jeden Fall freuen würde, wäre dieses eine Messer, was ich da noch bekommen könnte in Weiß. Das wäre auf jeden Fall fresh. So. Oh, immer diese Waffen-EP, die brauche ich eigentlich gar nicht mehr. So, weiter geht's. Oh, zweimal episch. Nein, die habe ich auch schon. Alles habe ich schon. Bin schon fast letztes Prestige hier und schon so viel Kisten geöffnet, dass ich fast gar nichts Gutes mehr bekommen könnte. Außer vielleicht ein geiles Messer. Das wäre natürlich richtig fresh. Wir öffnen auf jeden Fall noch den nächsten hier, aber ich ändere mal den Platz. Vielleicht mal hier hinstellen. Vielleicht kommt da was Cooleres raus. So, weiter geht's. Ihr könnt mir auf jeden Fall mal in die Kommentare reinschreiben, was ihr so zu Weihnachten bekommen habt. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Vielleicht habt ihr auch was bekommen, was ihr gar nicht haben wolltet. Kann ja auch mal passieren. Oder ob ihr euch vielleicht eine neue PlayStation gegönnt habt oder einen PC. Ich habe jetzt erst letztens für einen Kollegen, ja sozusagen den PC, alles zusammengestellt. Oh, nice! 20 Minuten Divisions-EP. Das freut mich richtig, wo ich schon alle Divisionen auf maximal habe. Auf jeden Fall geht es jetzt weiter. So, 39 haben wir noch. Mal schauen, vielleicht hier irgendwas Cooles drin. Angeber hier. Emote, Geste, legendär. Naja, meine Freunde. 10 Minuten Divisions-EP wieder, wo ich schon maximal alle habe. Und episch, nice. Das freut mich auf jeden Fall. Und hier ist so ein Emblem. Ah, warte mal. Ich könnte mal kurz schauen, ob mein Emblem, was ich gerade erstellt habe, ob das an erster Stelle ist. Nee, vor uns ist einer. Vielleicht am Ende noch, dass der rausgeht, dass ich euch das einmal zeigen kann. Wäre auf jeden Fall richtig fresh. Ja, und ich habe mir auf jeden Fall PUBG, hat mir ein Kollege gekauft zu Weihnachten. Freut mich auf jeden Fall richtig. Ihr könnt mir mal in die Kommentare reinschreiben, ob ihr Bock auf PUBG habt. Das wäre auf jeden Fall ein nächster Titel, den ich hier auf meinen Kanal bringen könnte. Oder Fortnite, was ihr da lieber mögt. Schreibt mir das auf jeden Fall mal in die Kommentare. So, 37 haben wir noch. Ja, was könnten wir denn, wo könnten wir denn nochmal hingehen? Vielleicht hier nochmal hinwerfen. Vielleicht kommt da noch was Besonderes raus. Und, ah, schade, bisher noch nicht das weiße Messer. Warte mal, ich könnte mal einmal kurz schauen hier. Ich will das Video auch nicht zu lange halten, aber hier zu diesen Typen gehen wir mal kurz. Und dann will ich mal schauen, was ich da noch bekommen könnte. Ah, die habe ich schon alle gesammelt, schon fast alles voll. Aber hier, das würde mich auf jeden Fall noch interessieren in Weiß. Ja, hier vielleicht noch das Gewehr 43 im Weiß. Den Eispickel habe ich schon jede Version. Aber wo ist das Messer? Hier. Das Messer, das gibt es noch in coole, epische Versionen. Das würde mich auf jeden Fall noch interessieren. Und hier vielleicht noch dieser US-Wintermantel und Sonnenwende-Regiment-Mantel. Der wäre auf jeden Fall auch noch fresh. Wenn ich den nicht bekomme jetzt in diesem Opening, werde ich mir den auf jeden Fall gleich gönnen, weil ich habe ganz viele Punkte hier noch, die ich ausgeben kann. Und dann starten wir auch bald mit PUBG und nächste Saison wird auf jeden Fall richtig cool werden. Da werde ich nur Liga-Modus zocken. Da mache ich so ein,
ja, wie soll ich sagen, so eine Serie draus für euch in Call of Duty. Aber ihr solltet mir auf jeden Fall mal in die Kommentare reinschreiben, ob ihr noch Call of Duty zockt. Denn viele auf, oh, hier hat er gerade die alte Garde Nummer 2 heldenhaft gezogen. Richtig cool. So, 35 haben wir noch. Wir werden uns jetzt mal ein bisschen beeilen. Das so ein bisschen durchziehen. Das soll ja nicht zu lange gehen. Und öffnen die alle hintereinander. US-Wintermantel nicht schon wieder. Ich habe kein Glück bei diesen Opening. Mal gucken. Und. Ah, das Emblem habe ich auch schon. Schade. Nichts Besonderes. Gleich alle hier hintereinander raushauen. Den Schokoriegel habe ich auch schon. Killer-Karotte. Nice. Die habe ich noch nicht. Das ist auf jeden Fall cool. Dann brauche ich nicht, nachher nicht zu viele Punkte ausgeben. Die hier oben. Davon habe ich nämlich 26.633. Cool bleiben. Nice. Eine Visitenkarte. Ist auch gar nicht mal so hässlich, würde ich sagen. Passt auf jeden Fall zum Winter jetzt. Körperfresser. Hm. Okay. So, weiter geht's. In der Mitte hier noch was Besonderes. Warm verpackt. Naja, es geht, es geht. Bisher noch nichts Besonderes gezogen. Aber wir haben ja noch ein paar vor uns. Hm, wieder Duplikate über Duplikate. Aber was sie jetzt schon mal wenigstens geschafft haben, ist auf jeden Fall Ranked Play, dass wir da Punkte bekommen auf dem PC. Das freut mich auf jeden Fall. Oh, nice! Richtig cool! Woo! Unabhängige Karpatenbrigade Nummer 2. Die rüsten wir auf jeden Fall gleich aus für die Luftlandedivision. Das ist auf jeden Fall richtig cool. Den werde ich gleich mal ausrüsten. Das freut mich. Ersten heldenhaften Winteranzug sozusagen. Und weiter geht's. Mal gucken. Cool. Nichts bekommen. Weiter geht's, würde ich mal sagen. Ah, die habe ich auch schon. Das Emblem habe ich auch schon. 5 Minuten Divisions-EP, 10 Minuten Divisions-EP. Oh mein Gott. Brauche ich nicht mehr. Alles schon maximal. Weiter geht's. 23. Nummer 22. Und, oh, hier ist was Episches. Ah, auch nicht schlecht. Aber da habe ich schon den heldenhaften, wie gesagt. Aber den kann ich mir vielleicht später nochmal anschauen. So, 20 haben wir noch. Weiter geht's. Oh, nee, 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 nee. Kein Glück dieses Mal. 50 zu sammeln. Oh, nice. Richtig geil. Nice, eine Holzpistole. Da freue ich mich auf jeden Fall drüber, denn die hatte ich noch nicht. Die brauche ich auf jeden Fall für meine Sniper-Klasse als Sekundärwaffe. Holzpistole Nummer 2. Richtig cool. Schauen wir uns auch später nochmal an. So. US-Sanitäter Nummer 2. Hm, naja, es geht. Oh, episch, nice. Ungeziefer-Emblem. Ha! Meins sieht auf jeden Fall besser aus, was ich mir da erstellt habe, würde ich mal sagen. Episch. Oh, so viele Duplikate. Schade eigentlich. Vielleicht patchen sie ja nochmal irgendwas Neues hier rein. Würde mich auf jeden Fall drüber freuen. So, 15, die 15 letzten. Hauen wir hier raus für euch zu Weihnachten. Und wie gesagt, schreibt mir in die Kommentare, was ihr Schönes bekommen habt zu Weihnachten. Ich habe mir auf jeden Fall die Grafikkarte, wie gesagt, gegönnt zu Weihnachten. Den Bildschirm gegönnt. Und das waren schon zwei teure Anschaffungen. Und wie gesagt, bald PUBG auch für euch. Oder Fortnite müsst ihr mir in die Kommentare reinschreiben, was ihr lieber mögt. Oder ich mache hier oben links mal kurz oder rechts für euch mal kurz eine Abstimmung, worauf ihr mehr Lust habt. Stimmt auf jeden Fall mal ab und lasst mal wieder einen Daumen nach oben da, das würde mich richtig freuen. Auch wenn ich jetzt so lange weg war, ein paar weniger Aufrufe habe natürlich, das ist natürlich klar. Aber wenn ich wieder umgezogen bin und die Wohnung fresh gemacht habe, dann kommen wieder jeden Tag richtig coole Gameplays und dann werden die Zuschauerzahlen auch wieder steigen und ich denke mal mit PUBG sowieso. Jetzt mache ich momentan so einmal die Woche, zweimal, dreimal die Woche ungefähr ein Video, aber wenn ich umgezogen bin, wieder jeden Tag auf jeden Fall für euch ein Video und dann mit Facecam, das wird auf jeden Fall wieder richtig Spaß machen und ja, und ich denke mal, dann wird der Channel auch wieder so ein bisschen zum Aufblühen kommen.
und ein paar mehr Zuschauer da sein. Und ich freue mich auf jeden Fall immer über eure Kommentare, auch wenn das momentan nicht so viel sind. Aber die Zombie-Geschichte habt ihr ja immer gefeiert und der nächste Treyarch-Titel wird auf jeden Fall wieder kommen. Und dann gibt es auch wieder Zombie-Geschichte und die Zombie-Geschichte Nummer 8, also Teil Nummer 8, wird auf jeden Fall auch noch kommen. Teil 8 für euch. Mal gucken, wann ich den raushaue, aber auf jeden Fall vor dem nächsten COD-Titel wird er auf jeden Fall rausgehauen. Bevor die Geschichte dann natürlich weitergeht für euch mit Black Ops 4. Ich weiß nicht, wie es heißt. Werde ich auf jeden Fall noch ein Informationsvideo vormachen, wie der Titel heißt und was da alles drin vorkommt. Kennt ihr ja von mir. So, die letzten drei hauen wir jetzt raus. Komm schon, irgendwas Cooles noch da drin für mich. Aber über die Waffe freue ich mich auf jeden Fall, über die Pistole, die hat mir noch gefehlt. Und der geile Anzug wird gleich... Oh, zweimal heldenhaft. Holy shit, schade, den habe ich schon eben gezogen. Aber die Ranger 2 Sniper, die sieht auf jeden Fall richtig fresh aus. Oh mein Gott, wie geil ist das denn? Zweimal heldenhaft in einer zu ziehen, ist schon was Heftiges. Das ist schon was Heftiges. Oh mein Gott. Da hatte ich auf jeden Fall zum Ende noch Glück. Und jetzt die allerletzte. Komm, hauen wir die raus. Und dann gibt es auf jeden Fall noch eine richtig coole Kiste hier zum Ende. So, was haben wir denn hier noch Schönes für euch? Mal gucken. Hier, die Winterbestechung. Die öffnen wir. Mal schauen, wo öffnen wir die? Ich denke mal vielleicht hier irgendwo. Hier vor dem Weihnachtsbaum. So, hauen wir hier raus. Komm, da muss was Cooles noch drin sein. Oh, dreimal Winter. Aber nicht unbedingt was Besonderes gezogen. Außer hier dieser französische M23 MTX 2 Helm. Ha, der sieht nicht schlecht aus. Und jetzt rüsten wir gleich mal diesen Divisionsanzug. Für die Luftlande war das, ne? Schauen wir noch mal kurz nach. So, hier sind auf jeden Fall meine freshen Klassen. So, Luftlande. Anpassen. Polnischer Winteranzug. Das war dieser hier. Der sieht auf jeden Fall fresh aus. Den rüsten wir mal aus. Und dann gehen wir noch mal ganz kurz den Helm anschauen. Ne, das sind wir bei einem Spezialhelm. Winterbelagerung. Und da habe ich einige neue, die sind auf jeden Fall nicht schlecht. Oh, hier seht ihr mein Emblem, mein neues, was ich mir erstellt habe. Richtig cool. Der sieht auch fresh aus. Und den habe ich noch. Aber hier sieht man mein Emblem drauf. Den rüste ich mal aus. Hier oben rechts seht ihr mein Emblem. Das habe ich mir vor kurzem erstellt. So, was haben wir noch bekommen? Klasse. Da habe ich noch die eine Pistole bekommen. Das ist jetzt... mein Winteranzug und hier könnten wir nochmal die kurz ausrüsten. Ah, hier oben habe ich jetzt vergessen auszustellen. Meine Steam-Freunde. Oh, die sieht fresh aus. Was hätte ich denn nur noch bekommen können? Die ist auch nicht schlecht, aber die hat fast jeder. Darum freue ich mich über die. Die ist auf jeden Fall fresh. Die schauen wir uns gleich nochmal an. Und habe ich dann noch irgendwas bekommen? Hier jetzt bei den Gewehren habe ich auf jeden Fall noch die Körperfresser erhalten. Aber da finde ich meine viel cooler hier mit den Sternen. So, die beiden Sachen schauen wir uns jetzt noch mal kurz an. Und warte mal, hier können wir mein Emblem jetzt sehen. Einmal auf meiner Schulter oben links und einmal auf meinem Helm. Richtig cool gemacht. Und da ist noch jemand vor mir, der Datax. Schade, sonst hättet ihr das noch mal an der Wand sehen können, aber habt ihr ja jetzt gesehen. So, hier ist auf jeden Fall meine neue Pistole. Sieht richtig fresh aus, gefällt mir. In Holzgriff-Style. Naja, ist nicht so besonders für... heldenhaft Nummer 2, naja, geht, aber dafür sieht, ja, diese Waffe viel cooler aus. Die sieht auf jeden Fall fresh aus, über die habe ich mich gefreut, aber mit der zocke ich fast nie. Das ist das Problem halt, mit der zocke ich fast nie. Da zocke ich eher mit der Pistole. Ja, das war's auf jeden Fall. Mein Opening ist vorbei. Was bekomme ich hier noch Schönes? Einmal Sold abholen, 100. Ah, wir könnten jetzt noch mal einmal ganz kurz hier uns was gönnen, würde ich mal sagen, bei diesen Typen. Und zwar werde ich hier noch einige Sammlungen voll machen. Zum Beispiel diese hier. Für 5000 werde ich mir die auf jeden Fall einmal gönnen. Die kaufen wir, ja. Und diese für 4000.
Und damit wir das nochmal voll machen, kaufen wir uns nochmal die Vorrede hier, das seltene Emblem. Und was bekommen wir hier? Die GPMG in epischer Version. Ist auf jeden Fall richtig fresh. Und was könnten wir uns da noch Schönes leisten? Den Anzug haben wir jetzt bekommen, den US-Wintermantel. Den hätte ich auch gern. Aber da müsste ich noch einige Sachen kaufen. Aber der gefällt mir auch richtig cool. Ich weiß gar nicht, wie viele... welchen nehme ich denn am besten mal? Ich glaube, der sieht cooler aus hier. Dieser Wintermantel. Oh, der sieht richtig fresh aus. Sollen wir uns den gönnen, meine Freunde? Komm, heute ist Weihnachten. Hauen wir raus hier die 8000 Punkte, die 7000 und noch die 1000. So, jetzt habe ich diesen Mantel auch erhalten. Und den werden wir jetzt nochmal... Für welche Division ist der jetzt eigentlich? Oh, der sieht richtig fresh aus. Warte mal, was haben wir noch da? Nur noch 3000 Punkte. Schade eigentlich. So, den haben wir erhalten. Hier könnten wir noch den bekommen. Der sieht aber, naja, gefällt mir nicht ganz so gut in grün. Da finde ich den schon fresher. Und diesen hier, oh, der ist auch gar nicht mal schlecht in schwarz. Aber 8000 Punkte habe ich jetzt nicht. Vielleicht beim nächsten Mal, meine Freunde. Vielleicht beim nächsten Mal. Aber die rüsten wir jetzt nochmal einmal. Den will ich jetzt nochmal einmal sehen hier. Division. Und wo war jetzt der Mantel? Ein Augenblick. Emotes habe ich auch noch bekommen. Schauen wir nochmal ganz schnell. Wo ist denn... Ach ja, bei Winterbelagung habe ich ja jetzt hier noch verwehrt. Ah, okay. Naja, und Angeber. Okay. Nice. Das nehme ich auf jeden Fall. Hau ich mir mal rein. Dann habe ich noch hier Werfen und Verlieren. Das mit der Münze drin. Und Tee trinken und kühler Tag. Das kennt auch fast jeder. Hat bestimmt auch schon der ein oder andere von euch. So, und Winterbelagerung. Was habe ich hier noch Neues bekommen? Habe ich schon fast voll. Mir fehlen nur noch 1, 2, 3 Stück. Dann habe ich diese Sammlung eigentlich vom Winter-Visitenkarten voll. Und was könnte ich mir jetzt hier eigentlich mal reinhauen? Naja, da gefällt mir das am besten, würde ich mal sagen, für Suchen und Zerstören. So, wie kann ich jetzt nochmal hier die Division ausrüsten? Für was habe ich das bekommen? Ich weiß es nicht. Für die Luftlande sieht schlecht aus. Für die Infanterie den Mantel. Oh, da, den US-Sanitäter. Nee, das war dieser hier, ne? Der arktische. Okay, rüsten wir den nochmal kurz aus. Und machen wir denn diese Klasse nochmal einmal zu unserer Hauptquartierklasse. So, und schauen uns den nochmal an. Einen Augenblick. Wieso hat er das nicht gewechselt? Richtig komisch. Division. Hier habe ich den noch eben gerade ausgerüstet. Wieso kann man den nicht anschauen? Komisch. Wechselt er gar nicht. Naja, ich beende jetzt das Video und ich hoffe, euch hat das gefreut. Dieses kleine Opening, 50 Vorratskisten habe ich für euch gesammelt. Hat auf jeden Fall ein paar Tage gedauert. Ja, und lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Und falls ihr ja abstimmen wollt, PUBG oder Fortnite, würde mich auf jeden Fall mal interessieren, um was ihr bekommen habt zu Weihnachten. Also meine Freunde, ich wünsche euch noch besinnliche Feiertage, ersten und zweiten Weihnachtstag und so weiter. Wir hören uns auf jeden Fall das nächste Mal, wenn es wieder heißt, Yes ist am Start für euch, meine Freunde. Also haut rein, bis zum nächsten Video.